Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Der Gegner vom ZSC, der heisst EV Zug. Schon dreimal ist man sich in dieser Saison begegnet. Und zwar hat Zug zweimal gewonnen, ZSC 1 einmal. Aber Zürich ist das heimstärkste Team. Und darum sind wir recht zuversichtlich. Denn schon das erste Spiel, das man gegen Zug hat im Hallenstadion, hat man gewonnen mit 6 zu 4. Wir sind gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Hei, gar nicht gut. ZSC 1 sind mit 4 zu 0 im Rückstand und das nach 20 Minuten. Pfiff der Fans, ja, da muss noch einiges gehen. Nach 8 Minuten ist schon 3-0 gestanden für Zug. Man hat dann den Goalie ausgewechselt für den Luca Bolzhauser, ist der Urban Leimbacher gekommen. Aber auch das hat nicht viel genutzt. Gegen Führen geht einfach nicht und ZSC wird da völlig überrumpelt von Zug. Ja, wir hoffen, es wird im zweiten Drittel besser. Wir mögen uns erinnern, letztes Jahr ist man auch mal im ersten Drittel 4 zu 0 hinein und wir hätten das Spiel noch mit 6 zu 4 kehren können. Ja, wer weiß, wir bleiben auf jeden Fall zuversichtlich. Gerade 3 Minuten sind gespielt im zweiten Drittel und da kommt endlich der Anschlusstreffer. Der Mike Künzli trifft zum 1 zu 4. Es geht Schlag auf Schlag, da ist schon das 2 zu 4. Das zweite Goal in der Kürze, der Dan Friedje, der nur wenige Sekunden später nach dem Mike Künze trifft. Im zweiten Drittel und es ist unglaublich, es steht schon 3 zu 4. Das dritte Goal für ZSC 1 hat Chris Baltisberger im Powerplay erzielen können. Ja, die Uvaljagd, die ist definitiv lanciert und ich habe langsam wieder das Gefühl, die Wende, die kommt. Wir mögen uns erinnern, schon letztes Jahr haben wir es geschafft gegen Zug, nachdem wir es 4 zu 0 geführt haben. Ist 4 zu 4 und das 6,5 Minuten vor Schluss in dem zweiten Drittel. Es wird nochmal ganz spannend. Der Patrick Bertschi, der da den Ausgleich erzielt. Und stellt euch vor, wir sind mal 4 zu 0 hinten gewesen. Minute 15 vor Schluss, schiesst da Führung mit ZSC 1. Ja, es ist einfach unglaublich, der heutige Abend. Ja, das Déjà-vu, das ist perfekt. Genau wie am 16. September 2014 können ZSC 1 mit 6 zu 4. 20 Sekunden vor Schluss ins leere Goal trifft nochmal der Moritz Draxler. Moritz Draxler, Gratulation, 2 Goal, 1 Assist. Aber zuerst mal, Moritz, ich habe es déjà vu. 6 zu 4 am 16. September gegen Zug 1 zu 1 ins Gelaufen. Ja, eben. Wir hatten das auch nicht geplant, so mal sauber 4-0 hinten drin zu sein nach dem ersten Drittel. Und ja, also jetzt ab ist das Gleiche gewesen. Ich glaube, wir sind über den Kampf zurückgekommen. Gegen die Mannschaft ist es extrem wichtig, Checks abzuschliessen, kleine Sachen richtig machen. Und dann haben sie Probleme und das haben wir wieder gemacht. Wirklich, wir haben uns ein bisschen am Stolz natürlich gepackt. Und ja, wir müssen eine Reaktion zeigen nach dem ersten Drittel. Ja. Ende gut, alles gut, schlussendlich können wir lachen. Aber hast du dich schon mal in den Coach versetzt? Jetzt nicht nur uns. 4 zu 0 in einem Drittel, das ist ja Katastrophe. Ja gut, der Coach ist sein, aber ich wollte mich lieber auch nicht in die Situation vom Goalie, vom Bolzi versetzen, weil wir haben wirklich im Stich im ersten Drittel. Und ja, ich glaube jetzt wirklich, es soll auch ein Weckruf sein für uns. Wir haben jetzt die letzten 3 Spiele nicht können gewinnen und heute jetzt endlich wieder 3 Punkte gebracht. Und das ist wichtig, es ist jetzt gerade auf Playoff zu und jetzt hoffen wir, dass wir so weitermachen können. Wir haben ja Voice of Fans bei uns und der Martin hat gefragt, wieso spielen wir nicht immer so, als wären wir ein bisschen hinter drin? Ja, es ist noch schwierig. Es hängt wahrscheinlich ein bisschen viel mit der Psychologie und so zusammen. Wenn wir es wüssten, dann würden wir es auch so machen. Und ja, ich meine, die Saison ist ein bisschen wie ein Lernweg, oder? Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder die richtigen Lektionen aus dem Sieg
ziehend. Und, eben, es muss immer über 60 Minuten gehen, sonst wird es schwieriger. Letzte Frage am Freitag gegen die Lakers. Da muss man von Anfang an natürlich bereit sein. Ein Gegner, wo man wieder sollte schlafen Papier. Aber genau die sind gar nicht so einfach. Ja, genau. Ich meine, dieses Jahr haben wir schon zu viele Punkte gegen eben so Rappi vor allem. Haben wir recht Mühe gehabt bis jetzt. Und, ja, es wird wieder ein guter mentaler Test für uns. Und wir müssen jetzt wirklich ja, alle zusammenkommen und auf die Playoffs eine gewisse Konstanz und Punkte anbringen. Ja, Reto Schäppi, zuerst mal gratulieren zum Geburtstag. Geburtstag und Günni, das ist natürlich das Schönste, oder? Ja, so sollte es sein. Nicht immer ganz so ausgesehen heute Abend, aber am Schluss hat es gelangt. Es war ja unglaublich, im ersten Drittel 4-0. Ich habe gedacht, shit, heute kommt es nicht gut. Ja, wir wollten ein bisschen Spektakel bieten für die Zuschauer. Und ich glaube, es ist uns gelungen. Nein, das ist ein miserables erstes Drittel gewesen, und das darf nie passieren, so etwas. Und dann müssen wir sicher über die Bücher. Es sind viel zu viele Fehler passiert, aber wir haben das Spiel können umreissen, zum Glück. Was haben Sie gesagt? Ich habe wirklich ein Déjà-vu gehabt. 6-4 im September, schon mal gegen Zug. Haben Sie einfach gesagt, hey, look, dort ist schon gegangen, das klappt heute sicher auch so? Nein, das haben wir nicht so. Ja, mal, das, ein paar Leute in der Garderobe haben es gesagt. Hört, Jungs, wir haben es schon mal gemacht, jetzt müssen wir es einfach nochmal machen. Und es ist aufgegangen. Nach 8 Minuten war man 13-0 hinten. Sind ihr irgendwie überrollt worden von diesen Zugern? Es hat einfach nichts gepasst am Anfang. Wir haben ganz viele individuelle Fehler gemacht. Dumme Goals reingefallen. Und wir sind völlig ab der Rolle und haben uns dann im zweiten Drittel fangen können. Ende gut, alles gut und noch ganz schönen Geburtstag, Reto Schäppi.